Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Genau, wir sind hier noch, ja, schon ziemlich weit. Genau weiß ich jetzt den Echo nicht mehr, aber der vierte von links, glaube ich. Das ist der dritte, nein, der vierte. Und, jo. Bin momentan nicht mehr so aktiv. Das liegt einfach daran, dass ich ziemlich krank bin mit meiner Nervenkrankheit. Und einfach, wenn keine Folgen kommen, dann bin ich irgendwie, ja, ziemlich schlecht drauf oder so. Also, ich habe jetzt erst kürzlich wieder gesehen, dass ein paar das ziemlich schwer haben mit den Nerven. Also immer Schmerzen und starke Ablenkung und so. Und deshalb, ja, kann es einfach sein, dass ich momentan nicht Let's Playen kann. Einfach inaktiv bin. Aber ihr wisst ja, ich tue noch nebenbei noch ein Spiel entwickeln und tue auch intensiv Fußball spielen. Und das alles macht mir natürlich wieder ein bisschen fitter, um ja, zu Let's Playen. Also es wird sicher zwischendurch dann wieder gut gehen, weil eben die Ablenkung einfach da ist. Also, dass ich auf das Spiel konzentrieren kann und nicht irgendwie anders, also so wie ich Schmerzen habe oder so. Muss ich halt einfach manche Sachen auch für mich alleine machen vor allem und mich einfach genesen, genau. So. Ja, jetzt gerade momentan geht's gerade, aber mit der Stimme gerade auch nicht so. Weiß es auch nicht, wieso. Wahrscheinlich wegen der Hitze und ja, Allergie, die ich noch besitze. Ja. Konnte immerhin wieder gut schlafen und ich bin ein bisschen ausgeruht. Genau. So. Jo, wir bolzen weiter. Wir suchen immer noch die zwei wichtigen Idole. Diejenigen, die auch 8% Chance auf Niederstrecken bei Treffen mit Wurfangriff haben. Oder 9, glaube ich, geht sogar. Und jo, wir finden jetzt einfach gerade momentan sie nicht. Das ist. Geht dennoch schnell, also ja, ist nicht gerade so schwierig und irgendwann droppen sie dann schon. Ist meistens so, also ich habe jetzt ein paar schon gemacht, solche Beats und sie sind eigentlich immer dann gedroppt, also ich dann einfach weit genug war, um sie wirklich gut droppen zu können, genau. Die Chance ist vielleicht noch ein bisschen geringer. Jetzt würde ich eigentlich nicht so Probleme haben. So, der Akt 2 Boss scheinbar. Gehen ja ein bisschen schneller. Giftresistent. Hey, das sind gute momentan. Von den Exalted Items. Ja. Yes. Also. Wird gleich wieder gut sein mit meiner Stimme. Jetzt schon fast. Take care. So, ah, da haben wir. Aber doch noch ein ja, schneller Kasten. Oh, eine Arena mit dem schnellen Kasten, aber das ist nicht so schlimm. Da kommen sie langsam. Da kommen alle. Wie sie es versuchen. Sie wissen nicht, wie stark ich bin, kommen und sind dort sofort tot. Ja, egal. Töten wir sie. Genau. Stand down or die. Ja, in letzter Zeit, ja, ist es wieder ein bisschen ruhig geworden auf YouTube, also allgemein beim Let's Play. Und genau, wenn ich jetzt mehr Zeit hätte, müssen sie immer ein bisschen weniger machen. Bei mir ist es ja klar, krankheitsbedingt, aber ich weiß nicht, was bei denen los ist. Bisschen schade manchmal, oder? Vor allem haben viele nicht mehr so Lust auf Last Epoch, weiß es nicht wieso. Sind alle schon fertig? Sind alle schon Corruption 3000 geworden oder so? Ich weiß es ja nicht. Aber irgendwie, Last Epoch, nö. Vielleicht wegen Diablo 4 ein bisschen.
Da gab es ja irgendwie so ein Loot-Update, Loot 2.0 oder so. Und scheinbar kam das irgendwie dann. Also es hat es einfach wieder besser gemacht, das Spiel. Ja, ich werde vielleicht mal reinschauen können. Aber jetzt muss ich zuerst mal ein bisschen Pause machen. Ich will ja auch ein bisschen mehr Last Epoch bringen wieder. Und ja, gesundheitlich wieder besser fit sein. Aber ich weiß es nicht. Ich bin nicht so einer, der irgendwie ein Spiel wieder spielt, nur weil es ein Update kam, das vielleicht irgendwas geändert hat oder so. Ich bin eher so ein Spieler, der einfach jo, Content braucht, um wirklich weiter zu spielen. Beziehungsweise gar nicht ein Update braucht. Das geht ja auch. Also, ist bei mir eigentlich auch immer wieder der Fall. Einfach nicht gerade so, oh, das Game hat das und das schlecht und dann ist etwas gut, dann spiele ich wieder. Für was, oder? Für was? Das Spiel ist in meinen Augen immer noch ein bisschen schlecht. Also, ja, einfach die Enttäuschung seit Diablo 2 ist halt immer noch da. Also Diablo 2 ist gut gewesen, Diablo 3 ist schlecht gewesen. Und ich habe irgendwie nicht so Lust, Diablo 4 zu spielen. So, ja. Aber es nimmt mich schon an, also wenn ich nur ein paar Sekunden schaue, es nimmt mich schon nicht mehr an. So, ich weiß nicht, die Grafik ist mir zu eindimensionaler, glaube ich, irgendwie. Also wenn ich jetzt Last Epoch spiele und das 3D sehe und dann Diablo 4 spielen würde, mir würde es einfach nicht gerade so gut aussehen. Obwohl die Grafik besser ist, sieht es irgendwie hässlicher aus, aber ich weiß nicht wieso. Einfach wegen dieser Sicht, wenn man, glaube ich, ein bisschen mehr rausgezoomt ist und eben einfach nur von oben schaut und nicht irgendwo schräg oder so. Keine Ahnung. Doch, man schaut schon noch von schräg, aber die Charaktere sehen einfach so ein bisschen. Die Monster, allgemein als NPCs, sehen irgendwie so ein bisschen gedrückt aus, so ein bisschen zu wenig da und ja. Wahrscheinlich ruckelt es auch die ganze Zeit, also es tut irgendwelche ja, Ruckelanimationen anmachen, oder? Dass irgendwas vibriert oder so, das mag ich nicht so. Sieht man immer wieder in den Trailer und ja, Livestreams. Keine Ahnung. Ich kann es nicht genau sagen, aber ist das, würde man irgendwie eine Abstufung machen von Last of Us. Richtig eine starke Abstufung. Die Grafik ist ein bisschen besser, denke ich mal. Aber ja, die Motivation ist das Erste und das ist irgendwie bei Diablo 4 nicht da. Ständige Grinden, Dungeon machen und so weiter. Ist zwar in Last Epoch auch so, aber hier machen die Gebiete viel mehr Spaß. Yes. Es ist nicht eine Open World und Gebiete sind immer ein bisschen anders. Die Monster vor allem. Macht viel mehr Spaß. Ich bin schon sehr verwöhnt. So, hier haben wir 9. Ah, da haben wir noch einen Punkt zu setzen, genau. Schau ich später an. Okay, wir haben bald wieder eine Mission. Sehr gut. Ja, die schaffen wir noch in diesem Part. Machen wir direkt die Missionen. Und im nächsten Echo, ich weiß nicht, ob ich mal schaffe zu livestreamen, aber das können wir mal richtig ausnutzen dort und dann mal hoffen, dass der Shade of Erebus besiegbar ist dieses Mal. Der war ja ziemlich heftigst ausgerollt worden. Ja, glaube ich, immer 3-4 Zauber und die werden zufällig ausgerollt. Und das war halt immer, also das war jetzt beim ersten Mal ziemlich schwierig. Jo.
Ja, wir kommen jetzt an die Idole. Einfach weiter suchen. Und das dann halt ein bisschen schwieriger. So, was bist du? Ausweichen wieder. Diese Anfängerfrauen stellen. Nach einiger Zeit merken die Leute, sie sollen nicht unbedingt hier fragen. Gibt es einen Discord, wo viel besser beantwortet wird und so? Das ist einfach nur ein bisschen nervig für die Spieler, die ganze Zeit alles zu sehen müssen. Ja. Den Chat haben sie halt immer noch nicht besser gemacht. Bisschen hast du schon. Okay. Mal durchlaufen. Ist nicht mehr so hoch. Am Anfang ist es so mega hoch. Später nicht mehr. Ziemlich gut. So. Also machen wir die Mission. Vorwärts kommen wir ja noch. Also es ist jetzt nicht so, als würden wir jetzt sterben oder so. Hier sind's. Nein, das ist, glaube ich, dann das Feuerding gewesen. Wo da die großen Gegner waren. Hier ist einfach vorwärts. Okay. Diese Mission war hier. Ja, genau, diese Amalgations besiegen. Void Amalgation. Ah, und genau da diese, wie heißt sie? Architekt Layard. Genau, wo ist sie? Ganz unten rechts da. Wurde das auch wieder verändert, ja? Optisch schon. Gut. Schön, schön. Also vom Layout, das nach rechts geht dort oben, ist neu, optisch auch. Und der Mission hat sich nichts verändert. Sieht das schön aus hier. Oh, Abkünfte, sehr cool. Hab ich auch schon lange nicht mehr gefunden. Eine Exalted BNZ. Boah. Schaut nicht schlecht. Ist dann die Story. Ja, Monos kann sie ab Akt 7 schon vorher schon machen, aber es ist erst ab Akt 7 genug leicht. Zweite. Und dann gibt es noch einen rechts, gell? Ja, gibt sich noch. Oh, einer der langweiligeren. Ich weiß. Mission. Aber manchmal auch tricky, also die Architektin, die ist ziemlich schwer. Müssen wir wissen auch. So. Und hier können wir doch eine Auswahl noch machen. Jetzt müssen wir zuerst das untere nehmen. Und
Kann man die Auswahl machen? Nicht. Aha, sie kommt einfach. Okay, es ist noch nicht die Architekturin direkt. Doch, es ist die aktuelle. Aber es ist Hülle. Und sie kommt nachher irgendwann mal. Ich schaue gerade wegen. Ja, ich muss mich heilen. Immer, also unglaublich, wie Frostbite stark ist. Ey, ich hab sie. Nein, nicht in Ernst. Ich hab den Gürtel. Ich kann endlich einen anderen Bild machen. Okay. Ja, es gibt einen guten Bild. Muss jetzt mal kurz schauen. Es gibt einen guten Bild, aber ja, die werden verdoppelt unten dran. Ah, wegen Weber, genau. Ein Bild, der alles Weber-Items benutzt. Ich weiß nicht genau, wie er war. Das ist gerade ein bisschen überlegen. Ist es mit Ding, mit Tornado gewesen? Ist es ein Tornado-Bild? Kann sein. Vielleicht auch da Divine Bolt dann. Irgendwo war ein Bild. Ich habe schon längere Zeit eigentlich nicht geplant habe. Wollte ihn machen, ja. Aber solange ich die Items nicht habe, plane ich ihn noch nicht so sehr. Aber ein Item habe ich wenigstens, also das Item, das man unbedingt braucht. Die anderen sind die Weber-Items und die kann man ja eigentlich, kann man ja auch low ausrüsten. Man hat einfach nicht so viel Verteidigung und Schaden. Aber es ist ja gar nicht so wichtig, es sind die anderen Sachen drauf, oder? Schutzrüstung, genau. Es macht einen defensiver, aber eben. Man braucht schon gute Weber-Items. Irgendwie ein komisches Item. Also, ich weiß jetzt nicht genau, was stark dran sein soll. So, also jetzt kommt dieser dumme Boss. Wir brauchen Wölderessi. Ja, okay, genug. Also genug nicht, aber könnten wir schaffen, so. Ich brauche auf jeden Fall dieses die nächste. Der nächste Monolith. Ach, hallo. So ein Attack. Hey. Nein, nicht so viel. Nein. Nicht so viel casten. Kannst du mal aufhören? Das ist doch wieder so mega schön. Nein, ich bin nicht tot. Was? Hof? Was heißt Hof? Hä, hey, wieso castet der sofort? Okay, ich muss mal anfangen. Ich hab keinen Mann. Wieso? Ich sehe das nicht auf dem Boden. Jetzt sehe ich es wieder. Die eine Attacke sieht man auf dem Boden nicht. Ziemlich stark, ey. Warum halte ich das nicht aus? Immer schön in Bewegung bleiben, bis der Arzt kommt. Gut, tue ich immer so viel Dinge von hier. Ja, ziemlich gut. Jetzt müssen wir einfach dranbleiben. Ohne. Sag schon. Sigi ist auf Hope. Sigi der Siegel der Hoffnung. So. Meine Güte, der war jetzt ziemlich nervig. Also wird das hier so viel Dinge sind. Was sind Leidensplitter? Das sind auch die Crafting-Materialien. Eine untere Art hat. Okay. Das Schild haben wir gefunden. Naja.
nicht schwäche. Okay. Schön, also. Wir sind dort angekommen, wo wir da diese Splitterdolche sammeln können. Wir könnten also nachher wieder switchen, wenn wir die gefunden haben. Also wenigstens einen. Ulgur-Shards heißen sie, genau oder so. Ziemlich sicher. Gehen wir runter wieder. So, hoffen einfach, dass hier nicht zu schwer wird. Dann die Gegner zu zäh oder so. Ja, und schauen einfach, dass wir da was noch corrupten können hier. Jetzt schon etwas, also. Die Götzen-Echos werden viel helfen. Und auch die Unik. Stand down or die. Genau. So. Und trotzdem können wir Ages of Winter eigentlich noch machen. Erreichen auf jeden Fall. So nicht so viel Farmen vielleicht. Sonst da blöde Stäbe. Und wieder ein Echo, das sehr viel Leistung braucht. Ich mag das nicht, ich mag das nicht. Bei meinem PC halt sehr nervt. Es nervt den PC. Bis er sich wieder aufstellt wegen diesem Scheiß. Windows. Feature. Oh, ich muss mich abstellen, wenn ich zu Hause bin. Okay, gut. Wenn du schon da bist, können wir doch mal wieder durchkommen. Wer hat mein Mana gefressen? Das heilige Schild. So, geht er weg. Das geht nicht hin. Sieht wieder das Grüne nicht am Boden. Das anzeigt, dass er wieder auftaucht. Oh, Zweier Flasche. Zweier Leggy Flasche. Yes. So. Ja. Ich brauche mal irgendwas Besseres. Das meinen Damage pusht. Take care. Gut. Ja, ja, schön, wieder ein tolles Piratenleben. Mag die Level mit den Schiffen. Ja, kommt drauf an, was sie halt für Resistenzen haben. Okay, der dauert jetzt nicht mehr so lange. Vielleicht hat er einfach einen guten Bonus. Ja, ja, ist gut. Was hast du? Elementar Widerstand. Ah, ich bin auch noch an einem anderen Beet jetzt dran. Ich wollte ja immer noch ein Beet machen, wo ich einfach so farmen soll oder kann. Und ja, es ist ein Tornado-Beet momentan, aber es wird dann zu einem Blitz-Nahkämpfer-Beet später. Und Tornado ist ziemlich stark. Tornado ist genau das, was man als Zauberer so vorstellt. Damage. Ram der Schamane hat dann noch Mana-Regeneration später. Und dann castet er diese Blitzbolzen. Und also in passiven Triesen dann danach so Blitzbolzen. Und die das kann ihn ja mit diesen Blitze herbeirufen. Und jo.
dann natürlich mega stark und wird in Kälte noch umgewandelt. Und so weit bin ich jetzt gar nicht. Ich bin jetzt gerade bei der Mana Regeneration, also Skitree bei ihm, der drittletzte. Von rechts. Und eigentlich ziemlich gut. Also der drittletzte von links. Naja, der letzte, drittletzte ist. Jo, aber er ist noch sehr squishy und müsste eigentlich immer Dauer casten. Mache es aber nicht so gerne und setze eher auf Maelstrom. Kritische Trefferchance bei Zauberstadt. Okay, kann ich gebrauchen. Ja, es ging eigentlich jetzt gut in diesem Part. Die Kraft und die Schmerzen sind niedrig geblieben. Ich denke, ein Livestream kann ich jetzt momentan nicht machen. Ich muss einfach schauen, was die anderen Menschen sagen, die mir helfen. Die Ärzte. Okay, nehmen wir mit. Ja, die Blut-Spitzen sind nicht so tolle. Aber sie machen fast keinen Schaden. Echt keinen Schaden. Ist das ein Ding? Siege-Golem, was machst du denn hier? Ja. Das weiß ich. Die sind jetzt so richtig random. Ganz am Schluss hocken sie. Na, Kampfangeschwindigkeit ist gut. Das kann ich bald mal gebrauchen dann. Okay, ich möchte noch kurz schauen, ob ich irgendwann mal Bonis bekomme. Yes, take care. Das ist so voll. Einen machen wir noch. Okay, es ist leider knapp, zu knapp. Ja gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, wenn ihr Lust habt. Dankeschön fürs Zusehen natürlich. Jo, 161 ist es dann. Ist ziemlich viel schon. Und ja, ich freue mich natürlich um jeden mehr, weil das Spiel macht sehr viel Spaß. Und ja, ihr zeigt mir, dass ihr Spaß habt. Dankeschön. Tschüss.